Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Grillschweine-Barbecue-Testing-Video. Wir haben hier eine geile Barbecue-Soße. Wir haben die Hot Mamas, oh yeah, die Hot Mamas Sunny Caribbean Sauces Number 2. Eine Medium-Hot Barbecue-Soße. Ich habe in einem anderen Video die Painmaker vorgestellt. Interessant, die Flaschen sind identisch und ist auch vom Etikett identisch. Also schauen wir mal, wie die sich schlägt. Die andere, wenn ihr wissen wollt, wie die Painmaker war, schaut euch das Video dazu an. Auch da wieder standardisiert mariniertes Fleisch. Einmal über Nacht Schweinenackensteak in der Soße. Dann schauen wir mal, wie das Ganze nach dem Grillen schmeckt. Und dann können wir auch abschätzen, ob sich die Soße für was eignet. Zum Dippen, zum Marinieren oder zum Moppen oder zum Glasieren. Da schauen wir mal. So, jetzt testen wir die Soße. Also, Hot Mamas verspricht ja schon mal viel. Und auch recht flüssig. Also wenn man eben vergleicht mit der Painmaker, die wir in einem anderen Video hatten, ist das eine Soße, die auf jeden Fall flüssiger ist. Ich halte die nochmal hier in die Kamera. Man sieht es hier ganz gut. Fließt sehr, sehr leicht. Geruchstechnisch currylastig. Erinnert ganz stark an so einen typischen Currygeruch. Ich würde es mal, das ist eigentlich schon fast böse, wenn ich das sage, es erinnert mich vom Geruch an Curry King. Und diesen Curry King von Maika, wo man dann dieses Gewürz oben drauf macht, wenn dann dieses Currywürz drauf ist, auf dieser süßen Soße, das hat ungefähr das gleiche vom Geruch her. Ja, gut, probieren wir mal. Also fast wieder Curry King. Also es ist, ich überlege gerade, da ist was anders. Schärfe auf jeden Fall. Und das hat, ich weiß nicht, ob Kurkuma oder was es ist. Das ist auf jeden Fall ein intensiv schmeckendes Gewürz, was im Curry King nicht so vertreten ist. Aber sonst schmeckt es ja ähnlich. Aber die Schärfe, boah, das kommt schon mit der Zeit. Aber wenn man da ein paar so Dinge isst, kommt schon. Ich meine, das hat jetzt nichts zu heißen. Jetzt können wir sagen, was, naja, warum soll ich mir das jetzt kaufen? Schmeckt ja dann wie ein Curry King. Aber die Frage ist, wie es eben später mit dem Fleisch schmeckt. Ob es eine geile Marinade ist. Haut mich jetzt gerade noch nicht vom Hocker. Ist auf jeden Fall keine Dipsoße. Also mal Curry King Fanatiker ist. Ich grill das Fleisch fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Unser karibisches Fleisch ist ziemlich fertig. Und interessant ist auf jeden Fall die Gerüche, die dabei entstehen. Also es ist halt, ja, ich weiß nicht, dieses Caribbean Sauces, was draufsteht, das passt ganz gut. Das ist echt so ein Frucht. Würz, Aroma, Geruch in der Luft. Also ich bin mehr als gespannt, wie diese Soße hier schmecken wird. Schauen wir mal, welches Fleisch wir zuerst runter tun, denn da wieder, das eine ist ein bisschen mehr durch, das andere ein wenig weniger. Oh, ich glaube, dann nehmen wir das hier. Das andere lassen wir noch mal nachziehen. So sieht das Ganze aus. Hat Farbe bekommen. Ja, wie bei Barbecue-Soßen ähnlich. Muss man immer aufpassen, dass es halt nicht verbrennt. Aber dann schneiden wir mal an und probieren. Geruch, ja, also karibisch passt gut. Geruchstechnisch würde ich fast sagen Ananas, aber ich weiß gar nicht, ob da Ananas drin ist. Hagebutten, Hagebuttensaft, Vanille, ja, Traubenmostkonzentrat, Traubenmost. Vielleicht kommt daher der Geruch, aber es erinnert mich halt an Ananas. Also interessant. Geschmack. Das Fleisch ist sehr, sehr zart. Kann es auch daran liegen, dass es vielleicht ein zartes Stück war. Kann aber auch sein, dass es auch wirklich Fleisch zart macht. Müssen wir jetzt schwer zu beurteilen. Mach mal von hinten. Ansonsten halt karibischer. Hm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob mich das vom Hocker haut. Ist halt Geschmackssache. Also ist jetzt nicht schlecht. Pur schmeckt sie wie Curry King, so in der Richtung. Aber es haut mich nicht ganz vom Hocker. Also schade. Hätte ich mir mehr erwartet. Ich meine, probieren sollte man es ja schon.
Also gerade wenn man auf sowas steht. Ich nehme vielleicht mal das andere Stück Fleisch, ob es auch so zart ist. Weil dann wäre natürlich zumindest eine Geschichte, was mit dem Fleisch zugute, dem Fleisch, der Soße natürlich, zugute halten muss, dass das Fleisch halt sehr, sehr zart wird. Also eigentlich stammen die ja eigentlich aus der gleichen Packung. Schauen wir mal. Auch da, ja, ist weich. Ja, wobei das ist fast drin härter, gut. War auch leicht länger drauf. Ja, ich meine, das ist dann identisch. Heiß natürlich. Ja, naja, ja. Mittelklasse. Aber probiert es aus, vielleicht mögt ihr sie. Mein hundertprozentiger Geschmack ist es nicht. Ich werde noch andere Soßen testen. Ich hatte auch andere Soßen, gerade die Jack Daniels Jim Beam Soße, die ich am Anfang hatte. Ah, die waren ja schon sehr gut. Das sind echt extrem harte Konkurrenten für alle. Und da ist die halt einfach nicht so gut. Schade. Naja, schaut euch auf jeden Fall die anderen Videos an. Ich habe ja roundabout 40 Soßen, die ich durchtesten werde. Und dann gucken wir mal, was die geilste Barbecue-Soße ist.